Ja, immer rein da, ne, in die Echsen. Immer reinlunzen in die Echsen, dafür sind sie da. Genau. Die einen essen sie, die anderen halt nicht. Oh. Ich habe aber auch noch nie eine Bogenschützen-Echse gesehen. Du, ich glaube, von der anderen Seite kommen wir. Ja, dann. Ich gehe da mal hin, ne? Ich komme natürlich mit. Hier ist eine Bogenschützen-Echse. Oh. Hier war eine Bogenschützen-Echse. Da war noch eine Bogenschützen-Echse. Oh. Oh. Feuer! Okay, keine einzige Flamme überlebt, wurden direkt alle niedergeschmetzelt. Boah! So, jetzt ist das Portal wieder tot. Ich habe schon so viel gesammelt an Punkten, ne? Manometer. Hallo, alter Fallenfreund! Au! Bist du eigentlich irgendwo in der Nähe oder so? Jetzt ja. Von der anderen Seite. Ja, ja, da bin ich ja fast. Oder vier. In unserem Rissraum sind Feinde. Oh, einer durch. Sie betreten den Riss. Wer bei dir? Na ja, einer ist durchgekommen. Ich hab da übrigens mal schnell Fallen hingestellt, ne? Na ja, das ist auch gut so. Das ist sehr, sehr gut. Nach der Runde muss eine Pause sein. Und mit wir meine ich. So. Jetzt kommen sie überall raus. Und das wird jetzt auch die letzte. Die vorletzte und letzte Runde werden auch alle hintereinander kommen. Da. Ich meine Hand für ins Feuer, dass das so passieren wird. Und dann verbrenne ich nicht, quasi. Was ich hier gemacht habe. So. Endlich sieh das mal an. Endlich sieh das mal an. Dann lassen wir die alle schön gebündelt. Ja. Und so, ich brauche wieder hier eine Feuerfalle. Yep. Rollen wir los. Direkt hier bei mir. Wie Theodor. Guck mal hier hin. Hier eine Feuerfalle, wo ich jetzt hüpfe. Genau. So, dasselbe versuchen wir jetzt hier. Kein Geld mehr für eine Feuerfalle. Genauer okay. Geht's einfach nicht. Nadi. So, hallo, empty, Fallen. Kein Geld mehr. Okay. So. Und dann hier nochmal eine Giftfalle. Also gut. Brauchen wir jetzt ja eigentlich auch gar nicht mehr so weit zu den Dängern rennen, oder? Zu den Toren. Ja doch, ich würde da, wo jetzt sie rauskommen. Ja am Riss müssen wir ja ziemlich schnell sein, ne? Ja, im besten Fall kommen die jetzt nicht alle gleichzeitig. Oh. Weißt du? Sondern immer aus dem Ritz. Und wenn die alle gleichzeitig rauskommen, dann müssen wir uns hier in der Mitte irgendwie treffen, auf jeden Fall. Dann stellen wir uns hier in den Riss rein und gehen einfach mit durch. Ja, wo gehen die eigentlich? Gute Frage, da ne? Da kommen weitere Feinde! Würde mich ja mal interessieren. Man kann mit denen auch Party machen, da wo sie. Ja, ich denke auch, wir müssen rauskommen. Ja nur miteinander reden, weißt du? Das müssen ja nicht alle scheiße sein. Vielleicht haben wir ja auch gleich Interessen. Ja, die töten gerne, wir auch. Ja. Ist jetzt nicht. Man scheitern soll aktuell. So, oh, unsichtbar. Gut. Ja, und krassen Aimbot an die Fixer. Also wenn so ein Unsichtbarer bei dir ist, kannst du davon ausgehen, dass er dich trifft. Ah, ja. Oh, die andere Seite, ich gehe. Alles klar, lass mich hier allein. Ja, dann mache ich jetzt solche aber. Oh, ich komm mal.
Danke. Wo bist du denn? Und da, wo sie jetzt gerade alle sind. Ach, hi. Ich pariere mich auch schön. Wir sind aber nah am Riss, Junge. Ja, das sag ich dir auch. Sie sind fast da. Das sag ich dir. Nee, ja, waren sie selten. Oh, nächster Riss, wo wir rauskommen. Bleibst du? Ungerne. Okay, du bleibst, ich gehe in den anderen. Jetzt kommen wir noch Feuerheinis. Hast du gemacht. Au! Nee, alles gut. Komm! Feinde beim Riss! Ja, ich kann sie wieder mit. Ich komm. Ich kann noch nichts. Ich krieg die nicht weg. Es ist okay, ist okay. Nein. Solange wir das Level nicht nochmal neu machen müssen, ist das okay. Hast du Geld? Kannst du was platzieren? Ich hab keine Zeit. Sie sind fast da. Ich platziere jetzt. So? Ja, wenn du Feuer hast, wieder Feuer hier. Ich sollte das jemand. Ich hab kein Geld mehr. Zeit. In unserem Rissraum sind Feinde. Oh. Okay, noch kein Geld für Feuer. Kommt noch was? Es ist jetzt halt so. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Das ist, was es ist. Das wird eine Narbe hinterlassen. Ja, das hinterlässt wirklich eine Narbe. Der hat mir einen Fuß geschossen. Komm. Au! Verdammtes Echsendrecksvieh. Au! Jetzt rennst du aber auch direkt in mich rein, weißt du? Wo ich gerade zurück wollte. Oh, Alto Belly. Unsichtbare. Echt gesprengt. Boah, ich geh zur anderen Seite, wo sie jetzt herkommen. Ich krieg die Masse nicht aufgehalten, ne? Krieg die nicht aufgehalten. Baller da voll, das kann er rein. Du machst das super. Das ist ein ganz toller. Bogenschützen! Aua! Ich bin aber da tot. Mehr Feinde betreten den Riss. So, ihr habt mich vermisst. Kommst klar, ja? Ja, mein Riss hier mal, der ist clean. Noch nie so einen sauberen Riss gesehen hier. Wo sind die überhaupt da? Dab, da, dab, dab, dab. Bin bei dir. Wir sind drei da. Hier ist nicht das Problem, ne? Jetzt wird's mehr. Jetzt wird's dezent mehr. Ja, das Problem ist, ich baller da voll drauf und ich krieg diese Masse nicht aufgehalten. Ne? Ja. Ungeachtet dessen, dass dann natürlich noch irgend so was Unangenehmes neben dir spawnt. Ne? Die Gegner. Boah, wenn ich keine Kinder habe, aber auch ein bisschen besser. Ach so. Was denn? Fürs erste Mal fand ich das gar nicht so verkehrt. Oder? Oh, ja. Also ich finde diese Level auch immer, weißt du, wenn du einen Drei-Fronten-Krieg führen musst, ich finde das Kanalisieren eigentlich besser. Ja, ja, aber klar, das macht auch, dir ja nicht. Das macht die Sache dann auch natürlich einfacher, angenehmer, übersichtlicher und so ist es natürlich was anderes, ne? Ja, Zwei-Fronten-Krieg und Zwei-Fronten-Krieg oder Drei-Fronten-Krieg ist scheiße, ne? Frag mal Adolf. Klappt nicht. So, ich habe alles auf Stufe 4. Ich guck gerade mal. Ja, meinen Bogen, den brauche ich ja nie. Schwingende Keule. Können wir da schon was verursachen? Da auch nicht. Nö. Ja, ich habe alles soweit, wie es geht, verbessert. Ja, sehr gut. Ich will auch meinen Säuregasier endlich die einzigartige Fertigkeit geben, aber
Er hat jetzt 4666 von 5000 benötigten Schaden. Ja, du machst einfach zu wenig Schaden, merkst du? Vielleicht liegt das daran, dass ich dir immer den Schaden wegnehme durch meine blühende Kohle. Geilheit. Ja, das auch. Das ist klar, ne? Ich gehe mal auf Kampagne, damit wir sehen, was uns jetzt erwartet. Ich glaube, das ist schon das letzte Level, ne? Das ist das letzte, ja. Und danach haben wir es geschafft, Fussel. Glaubst du das? Dann fängt ein neues Bild an. Mit Dämonen. Mit Fliegenden. Guck mal, der hat einen Eisbart. Boah, ich habe das Gefühl, das wird er zart. Nö. Mit dem Eisbart. Gar nicht. Das wird ganz einfach, wird das. Du kriegst jetzt noch 3 Punkte und dann ist gut. Weißt du? Bisschen Bauchschmerz kriege ich da jetzt. Warum? Das Kacke, ja, kann, glaube ich, hart werden. Nein, nein. Also der Vorteil ist ja, die kommen ja alle aus 3 Rissen, weißt du? Aber es sieht so aus, als wenn man die kanalisiert kriegte. Allerdings ist das ein sehr zerklüftetes und wenn das da, dann kriegst du sie nicht kanalisiert. Oder vielleicht doch. Also ich glaube, man kann da was raus machen. Wenn ich die Karte richtig interpretiere, kann man da was raus machen. Weißt du, was wir als allererstes interpretieren müssen? Das ist ein Kriegsszenario. Das ist ein Kriegsszenario, mein Lieber. Weißt du, was das Schlimme ist? Ha. Ich sehe hier keine Möglichkeit, mit meinem Fasskatapult gut zu arbeiten. Weil es scheint irgendwie zerklüftet zu sein. Ich überlege gerade auch, wie wir das jetzt gut hinkriegen. Naja, vielleicht. Wir gucken es uns Real Life an, oder? Aha, ich überlege gerade, wie ich meine. Ich habe einen Basilist, ja? Ne? Ballist? Nicht Basilist. Ein Ballist. Den habe ich jetzt die einzigartige Verbesserung gegeben, dass getroffene Feinde benommen sind. Ja, und dann halt wahrscheinlich erstmal rumstehen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, was brauche ich denn? Ich habe mein Katapult, ne? Ja, hast du auch die große Bodenschleuder? Nee, soll ich die kaufen? Die große Schleuderfalle, die müsstest du standardmäßig haben. Ja, dann habe ich die auch. Ich weiß halt nicht. Da ist aber jedenfalls nichts verbessert. Nein, da ist ja auch nichts. Kannst du? Ich habe die nie gebaut. 23 von 500 Feinden. Du baust ja hier nur alles. Du reißt mal ja meine Sachen weg und baust sie dann selber hin. Weißt du? Ja, und trotzdem hast du die Gegner schneller getötet als ich. Die 250 Echsen. Wie kann das denn sein? Ja, Cheater? Weil... Nee. Ich habe die Wächter verbessert. Ich habe meine Krawumms-Fasswerfer verbessert. Ich glaube ja eher, dass du cheatest. Das ist richtig, aber... Ja, bei den Waffen ist nichts. Hier gibt es noch ein paar Sachen, aber nö, ne? Nö, die große Schleuderfalle, wie gesagt, ich habe die, aber ich kann da nichts verbessern, weil du die ja immer brauchst. Kriegsaußenposten, wüsste ich nicht, wofür ich den brauche. Ja, wieso? Habe ich die nicht automatisch? Weil das sind ja alles Sachen, die auf den Steuerungstasten liegen, oder? Ach, mal gucken. Genau, wir gucken jetzt gleich mal. Genau. Aber es wird auf jeden Fall wild, das kann ich dir schon mal sagen. Ach, versprechen. Das ist halb so wild. Nee, nicht halb wild, doppelt wild. Ja, alles wird gut, solange du wild bist. Genau, das kann ich akzeptieren. Ja. Aber das andere eher nicht. Ja, dann ist es jetzt das letzte Level dieses DLCs von Orcs Must Die 3. Ja, mal gucken. Bist du bereit dafür? Nee. Boah, ich also auch nicht, ne? Erzähl mal noch was. Was soll ich noch sagen? Starte, komm. Ja, nur die Harten kommen in den Garten hier. Zack, die Leute wollen Content sehen. Und uns leiden. Ja, das finden die geil. So, guck mal. Hier. Fortfahren. Also, wir sind am Riss. Ich habe 9000 Geld, Euros oder Schekel. Eier. Nee, davon habe ich nur 2. Eier, hast du gesagt, doch. Aber guck mal. Die kommen da runter. Hier, da, siehst du, hier, da. Oder? Nee, die laufen da außen hoch. Hier. Nee, dann verweigern wir das. Also hier laufen sie hoch. Dann laufen sie hier wieder runter, dann können sie hier wieder hochlaufen. Boah, Fussel, ich glaube, wir kassieren so hart. Ja. Mann. Ich glaube nicht, dass das gut laufen wird. Eieieiei. Also, hier kannst du schon mal zumachen. Da kannst du irgendwann mal zumachen. Ja, nicht jetzt, aber da kannst du theoretisch zumachen. Ja, aber dann laufen die Treppe runter und. Warum? Ja, weil der Weg schmaler ist als hier direkt zum Riss und das müsste auch ein Stück weiter sein. Oder wir lassen die alle nur von einer Seite runterkommen. Können wir natürlich auch machen.
Ja, du musst alles zumachen hier, weiß ich auch nicht. Aber die geradeaus, die brauchen ja nur durch das Tor und dann sind die ja schon im Riss. Mhm. Und den dritten Riss haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Der kommt von hier, wa? Ja, glaube ich schon. Lange Treppe, ja. Ich guck gerade die mittleren. Okay, der mittlere, der läuft einfach durch. Der hat da keinen Vertrag mit. Und hierher, hierher, hierher. Den können sie leider nicht hier runterschicken. Ja, was wir ja mal machen. Warte mal. Oder da. Was wir ja machen können, wenn wir. Also, wir können die ja. Die links und rechts, ne? Ja. Die können wir so kanalisieren, dass die von einer Seite kommen. Ja. Okay. Also, wenn du mir mal ganz kurz uneingeschränkt folgst, dann versuche ich dir mal drei meiner Gedanken zu nennen. Also, die von rechts kommen, die schicken wir sozusagen hier rauskommend hier lang. Hier, hier, hier. Hier, ne? So, okay, hier runter. Hier zu. Hier ist zugebaut. Und dann kanalisieren die sich hier mit denen, die von links kommen. Ne? Warte. Das heißt, hier muss ich auch nochmal zubauen. Hier baue ich zu. Aber zack. Ihr habt schon mitgekriegt, dass ich ihn gebeten hatte, mir seine unaufgemerkte Aufmerksamkeit zu schränken. Von Bau hier zu habe ich doch kein Wort, oder? Habe ich nicht, so, ne? Dann laufen die hier runter. So, und jetzt wenn wir die jetzt hier, die hier rauskommen, können wir wenigstens vielleicht hier die Treppe hochschicken. Wisst ihr, das wollte ich nämlich gar nicht, dass du hier. Habe ich kein. Verstehst du? Ich wollte ja das erstmal in Ruhe erklären. Also, verstehst du? Wenn wir die irgendwie hier die Treppe hochkriegen, dann müssen die auch hier oben rum. Und dann könnten wir nämlich hier schon mal gucken, dass wir die hier irgendwie abgeschlachtet kriegen, weißt du? Ich weiß, okay. Es ist ein bisschen kompliziert mit den ganzen Treppen und so weiter. Aber. Das sollte gut klappen. Weil das Problem ist natürlich auch hier, ne? Klar, da. Alles ist perfekt zum Töten angeordnet. Das heißt, die laufen dann und auch hier hoch. Die Dinger hier, ne? Die, ne? Die beiden, ja. Die würde ich vielleicht hier hinsetzen. Dann müssen sie nochmal einen Meter mehr laufen. Okay. Ist dasselbe in grün, nur dann müssen sie nochmal einen Meter mehr laufen, weißt du? Dann bin ich ja bei dir. So, also, mag ich doch. Und dann laufen die da die Treppe hoch. Und die hier rauskommen, laufen auch die Treppe hoch. Ne? Ja. So, dann kommen die garantiert schon mal alle hier runter. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall schon mal was machen. Das Problem ist halt, was mit denen da ist, weil die kriege ich nicht da hoch. Da wüsste ich jetzt keine Lösung, wie ich die da hochschicke. Weißt du? Warte, ich hab dich verloren. Da bist du. So, die hier rauskommen, meinst du? Ja. Aber was wir eventuell noch machen könnten, wir könnten dann hier zu machen, irgendwie. Also hier zu, hier zu, da hinten sowieso zu. Da müssen nämlich alle hier lang. Dann hätten wir sie alle kanalisiert und hier in den Gängen müssen wir sie dann richtig mit Fallen bombardieren. Verstehst du? Schöne Idee. Gefällt mir. Das gefällt mir. Also die kommen sowieso sicher alle hier runter. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Geht das? Nee, geht nicht. Die kommen safe alle die Treppe runter. Die eine. Also zwei von dreien kommen die Treppe runter, ja. Okay. 2, 3. Mhm. Dann laufen sie schon mal hier gebündelt lang. Den Rest kann ich jetzt noch nicht bauen. Ja, genau. Den Rest kann ich aber noch nicht bauen, weil ich ja auch noch draußen was bauen muss, damit ich mich da verteidigen kann. Weil du hast ja nicht den Ballist. Aber du müsstest ja nur noch dann später drei Dinger bauen, ne? Dann ist ja hier zu. Und dann laufen die garantiert alle hier lang. Garantiert. Also außer die nicht hier lang laufen. So, alles klar. Ja? Ja. So. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich könnte ja theoretisch alle drei Seiten treffen, ne? Sag jetzt mal ja. Wenn ich mir hier zwei. Wenn ich das Ding, ne? So hier in der Ecke baue, dann stört das ja keinen. Ich schätze, es kommt doch auf die Größe an. Nö. Ah, vielleicht die andere Taste drücken, aber grundsätzlich nochmal Shift 2. Aber warum platzieren wir das nicht so? Warum hat mir Sid das nie von diesen Dingern erzählt? So. Weiß ich nicht, was du machst. Ja, dann kann ich, also ich würde das so machen, dann kann ich mich nämlich hier reinsetzen und die relativ frontal abschießen. Also ich kann hier nicht bleiben, weil ich scheine. Da kann ich hin, da kann ich hin, aber da hinten habe ich ein Problem. Ja, dann komm doch weiter in die Mitte. Hier hin. Vielleicht auch noch einen Schritt nach vorne, wenn es geht.
Schiff 2. Ich kann nicht so richtig gut, ne? Ne, ich kann nur entweder genau in die Mitte oder da in die Ecke. Meine, theoretisch die Ecke geht. Muss ich nur genau gucken, weil wenn ich ein bisschen zu weit nach rechts gehe, treffe ich nicht mehr. Dann schieße ich, glaube ich, dagegen die Decke da oben. Mhm. Aber grundsätzlich würde das funktionieren.